rausgehauen. Wow. Er tötet das Skelett nicht nur, er nimmt auch noch den Bogen mit. Kannst du ihm Ja, eigentlich alles das wegnehmen? Skelett hat es ja nicht mehr gebraucht. Seine Knochen habe ich mir auch genommen. Du bist gemein. Ja, ich verwerte gerne Sachen wieder. Ja, ich auch. Aber gewisse Leute wollen mir ihre Köpfe nicht geben. Tja, wenn die halt nicht verewigt in der Halle der Mitspieler. Der hat Tja. geleugnet, dass sie im Projekt dabei gewesen sind. Für den richtigen Preis kann ich dir meinen Kopf geben. Die Frage ist, muss ich dir was sagen oder musst du mir was sagen? Du Für das, möchtest was du doch den verewigt Kopf. wirst. Und vor allem ist Aber. der Kopf ja schon abgetrennt, also musst du nicht mal mehr irgendwas machen. Aber ich mag das Schwert erklingen zu lassen. Ich mag das, wenn Well. der Kopf vom Kopf, wenn der Kopf vom Der Hals Kopf noch wegfällt. blutig ist. wenn der Kopf noch frisch Fleisch ist. Wenn das Gehirn noch pocht. Und die Ader noch. Und der Und noch der mal was wackelt. sagt. Was? Was? Müs. No, meine Pickaxe. Genau, dann haben wir das hier mit dabei und dann brauche ich um das Ganze noch hübsch zu machen. Alter, ist Spruce von euch? Mit dem Holz, bei mir den Baum abholzen, wenn du willst. Den großen. Ja, komme ich danach? Also auch wieder auf dem Berg. Okay, was bauen wir noch? Dann Baublöcke nehme ich noch mit. Wobei ich glaube, da nehme ich besser normalen Cobblestone mit, weil dann habe ich nicht so lange, um den abzubauen. Labs bauen wir noch. Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee, so, Diese so. Farm darf erst verwendet werden, wenn man mir einmaligen Kopf bezahlt hat. Ui, der Eintrittspreis ist einfach einmaligen Kopf. Einfach einen Kopf bezahlen. Was war Du denn kommst rein, seins? wenn du deinen Kopf am Eingang liegen lässt. Oh, wie witzig das jetzt schon klingt. Erstmal eine Geil. Geo. Aber dann brauchen wir eigentlich so ein Guillotine-Plugin. Bitte einmal den Kopf Hau unten einfach durchstrecken. eine. Hau Einmal eine. hinlegen, bitte. Ey, Lasse, mir geht's gut. Wie geht's dir? Wie Ich läuft's in finde immer. der Fortnite-Sucht? Oh, Fortnite-Grind, tut mir leid, man muss das ja auch eher richtig nennen, ne?
habe mich leider dann ziemlich schnell davon wieder getrennt. Heute nicht so, aber sonst gut. Es gibt immer Tage, wo es nicht so läuft. Ich weiß nicht. Irgendwie. Deswegen wieder offline. Das stimmt, du warst jetzt einige Tage immer wieder live. Ja, keine Ahnung. Irgendwie hat es mich nicht so gepackt, Fortnite. Ist das verständlich. Okay. Ist ja nur Fortnite. Obwohl einige meiner Kollegen wieder angefangen haben, Fortnite zu spielen. Und meine, es ist halt wieder gut. Aber. Ich habe irgendwie damals damit abgeschlossen. Ich hatte nie wirklich mit Fortnite angefangen. Ich war doch durch, ich hatte eine Zeit lang gar nicht so weit dabei. Aber. I don't know. So, jetzt machen wir den Spawner da oben fertig. Jetzt das machen wir aber erstmal den Spawner so richtig fertig. Ja, Mann, 5 Minuten geht easy. Ja. Spawner Speedrun. Juhu, noch mehr Eisen. Habt ihr damals Twitch Rival, als sie, oder die machen ja bis heute immer noch, diese Minecraft-Challenges immer mal wieder gemacht haben? Habt ihr das mal so ein bisschen verfolgt? Nee, absolut nicht. Spanien streamt immer, ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Auf jeden Fall, ich fand das mega cool, weil die dann so ein bisschen so Challenges und so hatten, so Teams. Das waren es 4 oder 5 Teams. Und gegeneinander antreten muss. Ich fand das mega unterhalten. Das war aber irgendwie, keine Ahnung. Damals 2013 oder so, das war auch richtig geil. Was nochmal? 2013. Da hatten die auch richtig geile Speedrun. Okay. Ich weiß nicht, nee, es war auf jeden Fall eine Zeit. Keine Ahnung, wann das war. Ich fand das echt sehr unterhaltend. Auch so mit irgendwie jedes Item einmal ranholen oder so, das ist dann halt auch so. Und dann war halt so auch irgendwann so eine Taktik, so welche Items holen wir überhaupt noch ran und welche lassen wir einfach weg. Fand ich irgendwie schon cool. Keine Ahnung, Lasse, was mit Spanier los ist, auf der noch streamt. Ich weiß, sehen nur die ganze Zeit, Call of Duty Warzone zu spielen. Woo! Was spielst du? Nee, ich habe mich nur über mein Dia gefreut. Oh, let's go, GG. Dass er das die ganze Zeit spielt, aber naja. Cool, mach's gut, lass so. Machen Sie's gut, genießen Sie's Wochenende. 1, 2. 3, 4, so. Noch 3 Minuten für den Spawn. Aber wie war das nochmal mit den Worten, die können nicht sehen, sondern dich immer nur hören, gell? Ja, und riechen. Oder? Okay. Ah, scheiß Skelett.
funktioniert bei dem. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich einfach hat er auch da, damit gedacht, dass dann halt einfach die Leute stehen bleiben. Ja. Also, oh, warten 10 Minuten stehen und dann, ja, ist wieder gut. Komm, wir haben jetzt 1 Minute Zeit, Minecraft durchzuspielen, auf geht's. Konnte. Okay, Kupfer. Ich glaube, es liegt an der Mods. Wer liegt an der Journey Map? Ja. Weil das sieht halt schon so perfekt. So. Ah. Muss man bei der Dings, bei der ein Mod für zum Quatschen, muss man da irgendwas einstellen? Nein. Okay, weil das bringt bei mir unten links im Eck so nicht connected Plugin. Ja, das habe ich auch, da muss ich mich später drum kümmern. Irgendwas mit Kursfreigabe oder so, irgendwas funktioniert auch nicht. Ah ja, da musst du die. Ja, da musst du die. Ja, ja. Kann genau. Ich mir auch Raypoint setzen. Endlich. Ja. Das kannst du halt, sobald du eine Minimap installierst. Ja, ich hab doch von einem Kollegen geschrieben, dass Argentinien gewonnen hat. Hat mich null interessiert. Aber danke schön für Info. Argentinien. Ja, hat mich aber echt das so noch nie so. Also, keine Ahnung. Wird gleich mal blockiert. Ich lass dein Map nochmal rendern. Kann kurz laggen. Ja. Ist nichts Neues, nicht mal alles gut. Seid ihr ja schon gewohnt. Eben. Oh, weißt du, wer auf dem Server ist? Aaron, ja. Hm. Okay. Ist das Lapis oder sind das Dias? Aus ab, dann findest du zu raus. Und das ist Lapis. Ich will einen blauen Namen haben, niemand. Mit Supporter. Better. Okay. Wieso wirst du das auch noch angezeigt? Weil ich mir gerade OP gegeben habe, um ein paar Einstellungen zu machen. Ach, musst du die Rechte wieder neu vergeben? Hm? Nein, ich habe nicht jeden Befehl für die Admins aktiviert.
Mhm, ja, okay. Deswegen muss man für bestimmte Sachen OP machen. Ich habe gerade keinen Bock, die Rechte einzustellen, deswegen. Der Server läuft schon deutlich besser als der alte. Hm. Das konnte ja auch gar nicht so schlimmer werden. Tatsächlich nicht mehr. Aber der Anbieter war einfach kacke. Das stimmt. Bin jetzt wieder bei dem, wo ich sonst auch immer hole. Oder Lapis. Ja, okay. Bam, bam, bam. Gibt's eigentlich irgendwann ein Reset, sag ich bam, mal, bam, zum Beispiel vom Nether oder so? Wollt ihr ein Reset? Also für den Nether würde ich sagen schon, dass man da ein Reset macht. Schreibt das mal in Ideen rein, dann bespreche ich das mit Panda, wenn der Zeit hat. Mhm. Ich kann es ja allgemein noch reinschreiben. Da. Beziehungsweise ich frage mal bei den Leuten rum, wie das allgemeine Befinden dazu ist. Solange es der Nether ist und nicht die Hauptwelt. Ja, die Hauptwelt zurücksetzen, das wär's. Nur die Nether. Ich glaube, dafür würdest du wenig Zuspruch bekommen. Oh, ja. Ich wäre für die Hauptwelt. Ja. Bist aber der Einzige. Nö. Und gleich okay. Auch nicht. Moment, ich gebe einen Befehl ein und resetten wir kurz. Ich find's geil, wenn du aufs Bett zusprintest und dann Rechtsklick drückst, dass du dann aus dem Bett rausfällst. Du hast Spark of Phoenix, der hat einfach 6-mal Werbung reingehauen. Ehrenmann. Ja, damit, ja. Der muss ja auch sein Geld machen irgendwie, ne? Ja, okay. Nee, verdient ja nicht schon genug Geld. Erstmal noch 6-mal Werbung reinhauen. Vielleicht geht ja alles für die Stromrechnung des Servers bei sich, der als ja als Heizungsersatz dient, drauf. Ja, das haben wir bereits schon festgestellt, dass er ja die Server missbraucht für seine Heizung. Könnte ich auch bald machen. Also, sobald ich arbeiten gehe wieder, werde ich mir auf jeden Fall einen Server kaufen. Ist ja schlimm, ehrlich. Wenn du mal arbeiten gehen willst. Danke, Nexotin. Bitte schön. Ich liebe dich auch sehr gerne. Ich auch. Der Jogo wird immer mehr zu Yannick. Hast du nicht mal bei Action gearbeitet? Ja, aber... Ja. Was? Ja. Du bist einfach nicht mehr hingegangen oder was? Nein, ich wurde rausgeschmissen. Echt jetzt? So. Was hast du denn geklaut? Nix. Doch. Die Unterhose vom Chef. Ne, ernsthaft, sag mal warum. Ja, keine Ahnung. Die haben halt neue Mitarbeiter bekommen. Ich gehe davon aus, dass die dann einfach gesagt haben: Ja, den brauchen wir nicht mehr. Dann. Tschüss, verpiss dich. Ich war ja einer der ersten, der sich beworben hatte. Auf dieser Anfrage da. Finde ich aber dann auch dumm, weil du bewirbst dich als Erster, fliegst aber dafür raus. Ja, ich glaube, die haben mich nur genommen, weil die unbedingt Leute brauchten. Aber... Auch bestimmt jetzt immer noch Leute.
Ich sag's nicht, es ist heutzutage im ganzen Leben sind so unterbesetzt am Personal, ne? Ich wollte mich beim Rewe bewerben, ne? Das wäre 5 Minuten Fußweg von mir. Was ist das? Der ist voll. Ganze Mariedorf hat sich da beworben, wahrscheinlich. Mhm. Und so viele seid ihr gar nicht. Ja, deswegen. Also ich sag mal so, ich war ja auch schon mal da. So ist es nicht. Ja, Kulturschock bekommen, Alter. Ich hab richtig Kulturschock bekommen. Mama chill ich dann im Dorf. Wo jede 10 Minuten ein Bus kommt. Da will gerade ein Creeper mit mir kuscheln, das will ich jetzt nicht so gerne. Wo einfach jede 10 Minuten ein Bus kommt, was ist das? Jede 10 Minuten? Halbe Stunde. Was, halbe Stunde? Ich war daran gewöhnt als Kind, alle Stunde. Ja, ich weiß, das ist bei uns noch Luxus. Und samstags dann aber auch nur bis um 1. Dann fuhr nichts mehr. Nein, das ist auch nur so groß, weil es so ein Durchfahrpunkt für alle Städte ist. Wenn du nach Alsdorf willst, oder wenn du nach Aachen willst, oder nach Eschweiler fährst, durch Mariedorf. Das ist der schnellste Weg. Und deswegen ist hier auch immer so viel Verkehr. Aber dafür haben wir auch eine gute Anbindung und ich komme sehr leicht nach Aachen mit dem Zug. Ja, fährst halt einfach nur durch mit dem Zug da, den ich auch gekommen bin. Genio. Fährt der nicht sogar durch bis Aachen? Ja. Der fährt bis Aachen, dann kannst du von Aachen nach Köln fahren. Und dann wo auch immer du hin musst. Nee, ich bin aber von woanders umgestiegen. Ich bin in Aachen umgestiegen. Ich weiß nicht, wo das war. Es waren irgendwie 2-3 Haltestellen von dir entfernt. Alsdorf. Annapark. Nee. Dann habe ich keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Schon wieder zu mehr, ja. Ja, du kamst ja aus Richtung Alsdorf. Also wärst du entweder in Aachen eingestiegen oder. In Aachen war ich auf keinen Fall, das weiß ich. Ja, da habe ich keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Ja, könnten wir. Können 2 Leute schlafen gehen, vielleicht? Bin unterwegs. Ich hab kein Bett. Ich penn. Hier ist ein Creeper, der kuscheln will. Ja, also schnell. Gerade nicht mehr gleich. Weil dieses ist irgendwie nie möglich, schlafen zu gehen. Doch. Gestern? Einmal? Gestern einmal. Nee, ich habe heute häufiger geschlafen. Ich auch, in meinem Bett. Aber ich bin gerade hier beim Spawn und das ist direkt bei meiner Base und ich habe kein Bett bei mir. Du hast die ganzen Köpfe gebunkert bei dir. Richtig. Nee, das sind die, die ich gefarmt habe. Ja, ja. Da steht doch dran, wer die gemacht hat. Ich muss mir nochmal einen Kopf von den Nies holen. Ich werde gerade von 10 Zombies verfolgt, das ist auch schön. Oh, genau, ein paar habe ich abgebaut, weil die einfach beim Spawn liegen geblieben sind, weil sich wer damit hochgesteckt hat. Da habe ich gedacht, ja, nehme ich mit. Ja, das war meiner. Ja, das. Danke. Das ist irgendwie ein bisschen buggy. Was ist buggy? Dieser Counter zum Schlafen. Wieso? Wie viele Leute. Ja, ich lag die ganze Zeit drin. Ab und zu verzählt es nicht. Nobody's perfect. Du hast das richtig gesehen, Panda. Oh. Ich muss auch von hier einfach mittendrin AFK zu gehen. Das muss ich mir unbedingt abgewöhnen. Dann invadet Nima, ob er bis dann seinen Stream auszumachen. Aber ich den niemals gemacht. Gestern? Den niemals, würde ich niemals machen. Aber wieso wird das Streamnet automatisch unterbrochen, wenn man raidet? Weil Twitch und OBS zwei unterschiedliche Sachen. Ja, gemein. Wollte ich gerade sagen. Würde das selber. Oh mein Gott, da ist das Engine. Würde das über Twitch laufen, dann würde der automatisch beenden. Dann läuft der über OBS. Ich werde wahrscheinlich schon wieder sterben. Yep. Was ist cool. Zombie. Was ist los, Niemand? Also bist du disconnected? Ja, Minecraft alte 4 gemacht.
Keine Ahnung. Wenn niemand. Irgendwie traue ich mich nicht, in diese Menschen reinzugehen. Ich habe gehört, dass es generell recht ungesund in Menschen reinzugehen. Na, Menschen. Weiß nicht, was ein also. Menschen ist. Ich hab Menschen auch verstanden. Ja, ich hab dich einfach nur missverstanden. Ich weiß noch, was eine Menschen ist und ich weiß auch, was Menschen sind. Ja, ein Mensch kenne ich auch. Das Problem ist, ich hab halt gar keinen Stoff, ich hab ein Steinschwert und keine Rüstung. Ich weiß, ob das schlau wäre, da reinzugehen. Keine Ahnung. Ach, was? Rein da. Auf, rein in die Olga. Ich werde sowas von verrecken, deswegen will ich es nicht tun. Ich werde mit diesem Mansion. Okay. Na komm schon, wie komme ich wieder an meine Items? Soll ich dir was erzählen? Was? Du stinkst. Wow. Danke. Und Denise auch. Kann ich nicht beurteilen. Ist aber so. So, ich wünsche euch was. Bitte 20 Uhr wieder da. Tschüss. Bis denn. Ich hoffe, der kommt nie wieder. Wir kennen alle das Sprichwort, was sich liebt, das neckt sich. Nee, nee. Das sagen sie alle. Und am Ende sind sie schwanger. Oh, das wird, glaube ich, bei denen schwierig. Also das mit dem Schwangersein. Aber wir haben 2022. Excuse me, wir haben 2022. Was ist Nexa? Ich hab gesagt, dein Kopf hole ich mir auch noch. Ja, ich kann dir einen geben. Das ist für ihn nicht frisch genug. Du musst ihn nicht töten. Er muss frisch sein. Ja, der ist von heute. Es ist ihm aber nicht frisch genug. Ja, schade. Ja. Okay, hier bin ich gestorben. Und wo sind meine Sachen? Schon despawned. Hä, aber das waren keine 2. Das waren keine 5 Minuten. Welcher Sauhund baut hier? Luffy. Wer ist Lu? Spieler. Du noch da? Ui, hier ist ein Netherportal. Das markiere ich mir nach. Das finde ich jetzt ein bisschen kacke. Ah, scheiß drauf. Bei wem war der Skelettenspawner schon hier? Bei dir, Will, ne? Nee. Oh nee, bei wem war das denn? Mir. Ah. Sick. Ich hab, er funktioniert jetzt. Perfekt. Ist eigentlich
Hausmeister denn? Keine Ahnung, von dem war ich noch den Kopf. Keine Ahnung, wer das ist, aber ich brauche seinen Kopf. Aber Lux, von Lux brauche ich auch noch. Von Sidan, von Lux, von Wheel, von Panda, von Blue und von Hausmeister Ben. Also von allen. Von mir braucht keiner einen Kopf her. Doch. Ich hol mir den Kopf. Ich hol mir den auch noch. Wollen wir uns zusammenschließen? Ah. Sehr schön. Brauchen wir aber zwei Köpfe. Ja, also wenn einmal tot, dann geht's auch zweimal. Wenn er einmal umfällt, kann man auch ein zweites Raum fallen. Ja. Oh, Kacke. Das sagte deine Mom, als sie dich sah. Was? Das ist etwas dümmer. Ich bin mit dem Portal von der Farm zu meinem Portal in meine Base connected. Okay. Und nun? Ja, das ist natürlich jetzt etwas dümmer. Das bedeutet, es hat das. Ach ne, ist ja schade. Oh, eine Zilt-Touch, geil.